Ich meine, da will ich noch nicht hin, weil da mein Questding ist. Okay, das ist das andere Gebiet. Also alles, was grün ist. Das heißt, da hoch, da hoch. Da ist noch ein Synchropunkt. Zählt das auch noch dazu? Das zählt auch noch dazu. Okay. Das sieht aus wie eine Festung. Die Map ist viel zu groß. Definitiv. Also ich habe nichts gegen große Maps. Aber das hier ist einfach... Da bin ich halt in... Weiß ich nicht. Wenn du wirklich alles machst auf der Welt, bist du ja locker 200, 300 Stunden beschäftigt. Ist vollkommen absurd. Ja, ich will nicht schon wieder kämpfen. Fuck this. Du würdest sagen, sobald du an den Punkt warst, wo du denkst, ach ja, das ist noch okay, das ist noch okay, das ist nicht mehr okay. Das ist halt absurd. Weil die wirkt extrem riesig, ist sie aber eigentlich gar nicht, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Weil da hinzudackeln ist halt nicht heftig. Bei den DLCs kommt das Doppelte dazu. Oh, ich muss gestehen, ich glaube, der einzige DLC, der mich interessiert, ist Atlantis. Aber auch nur, wenn es in Atlantis nur darum geht, irgendwelche Höhlen zu erforschen. Da hätte ich Bock drauf in dem Game. Dieses endlose Rumgefeilte. Fuck das. I don't care. Atlantis, Ruinen erforschen. Maybe ab und zu mal irgendwelche mystischen Kreaturen fighten. I'm down. Nein, geht es nicht. Oh, ich bin mad. Warum nicht? Sie ist einfach unrealistisch stark. Das will ich sehen, wie das irgendjemand macht, Alter. Fucking Wasserfall im Wasserfall hochklettern? Holy shit, dude. Hulk zieht seinen Hut vor dir, ey. Kratos? Habe ich Kratos gelesen? Easy mache ich jeden Morgen. Klingt auf jeden Fall nach einem guten Warm-up. Gehört. Ah, unter mir. Dann wirst du auch schön wach von. Mhm, glaube ich dir. Yo, what is this? Das sah falsch aus. Wenn ich nicht kämpfen will, darf ich mich nicht sehen lassen. Nicht? Was von mir will, muss herkommen. Aufs Maul gibt's heute umsonst.
Drei Schätze. Gedauert. Hup. Achso, ihr lebt noch. Ja, whatever. Ich war am Looten. Hopp, ja. Wo ist der Schatz? Schatzi, Schatz. Aha, unter mir. So. Hält viel zu kurz, ja. Wie viele Schätze brauche ich noch? Noch zwei. Gott, wie tief geht denn die Höhle noch? Ist das schon der Ausgang? Die Fallen sind alle ein bisschen in die Länge gezogen durch das Kampfsystem. Da vertust du dich nicht, das ist schon richtig. Sind die einfach respawned, nachdem ich 3 Meter weitergelaufen bin? Nee, es ist definitiv hier irgendwo, wo ich Kram hab liegen lassen. Jetzt bist du gefühlt alle 3 Meter den Scheiß am machen, weil es nicht hält. Klar, das hat er nicht mitgescannt, ne? Das ist nervig. Ich will doch nur den blöden Schatz. Ja, das sind nur... Das ist nur Eieren, die Blödsinn. Hallo? Über dir. Da, looten? Nix looten, weil Mobs sind noch irgendwo halbwegs bewusstlos. Okay. Nimm das Seil. Kletter an dem Seil. Okay, hier ist nichts. Ich will nur diese dämliche Scheiß-Schatzkiste finden. Das ist gerade der absolute Terror, das zu tun. Das nervt mich.
Scheint nicht hier zu sein. Hier auch nicht. Ah. Da oben, maybe. Aber das sind wahrscheinlich auch nur Erze. Yep. Ich laufe jetzt einfach wie ein Sonar rum. Jetzt weiß, warum der die Taste gedrückt halten muss. Damit du sie konstant gedrückt halten kannst, um Kram actually zu finden. Wo bin ich gelandet? In Malles? Ich habe den Schatz nie gefunden. Cool. Mein ganzes Leben lang hörte ich Geschichten über Leonidas. Ich kann nicht glauben, dass ich endlich hier bin. Hey, Zero. Okay, dann ist es vielleicht auf der anderen Seite. Aber ich brauche keine Fackel. Ich weiß, dass meine Ausrüstung, die ich habe, besser ist, Spiel. Das ist mir bewusst. Aber ich möchte diesen letzten Schatz finden. Irgendwo. Ja. Ja. Warum hat das Ding gefühlt nur 5 Meter Platz? Hast du keine Fackel? Ich habe eine Fackel, aber viel mehr siehst du halt mit der Fackel auch nicht. Also finde ich zumindest. Ich finde es so angenehmer. Die sind hier oben, sind das die Erzvorkommen? Den habe ich nicht gefunden, dein Ernst? Gott, der mit. Okay. Ich muss, glaube ich, eh nach hinten, nach Malles raus, oder? Weil ich komme ja nie wieder dahin, wo ich hergekommen bin. Ich glaube schon, oder? Ich könnte fast traveln. Ja, aber das ist das nächste Gebiet, ne? Ja, das ist das nächste Gebiet. Ich könnte nach... Lass mich nachdenken. Ich könnte nach da fast traveln. Nein, kann ich nicht, weil ich in der Höhle bin. Fuck. Okay, ich muss nachher hinten raus. Und dann über den Berg wieder zurück nach da klettern, I guess. Ja, aber mit der, die Fackel zeigt mir doch nicht die Kisten an, oder? Ich meine, das weiß ich ja, dass ich die so anmachen kann. Ist das für euch so dunkel? Für mich ist das super hell. Also ich sehe alles. Also ich finde es jetzt nicht wirklich dunkel. Man sieht alles, okay. Es wäre cool, wenn du die Fackel rausholst und du quasi dadurch mehr Loot sehen würdest. Das wäre halt ganz cool, aber das ist ja nicht der Fall. Um Loot zu sehen, muss ich ja quasi das hier machen. Was total weird ist. Kann ich das eigentlich aufrüsten? Nee. Ich muss wieder, denke ich, nicht weiterkommen.
So. Ja, nee, doch auf dem Fernseher kann es sein, weil Fernseher sind an sich immer dunkel. Ich habe mal mein Zweitbildschirm ist ja Fernseher, wo quasi OBS, wo ich OBS drauf sehe und das ist massiv dunkler. Da ist was dran. Okay, let's see. Das wäre massiv besser als das, was ich gerade habe. Haben wir schon mal Dolche ausprobiert? Nee, ne? Let's try this. Du bist... ich mag meinen Kriegerschaden. Also ich sehe so eine Kombo aus Krieger-Jäger für ganz nützlich. Lass mich mal die Fähigkeit an sich durchgucken. Warum sollte ich das lernen? Das habe ich auch so schon. Das ist Gift. Das ist noch eine Zuweisenfähigkeit. Ich habe jetzt schon keine Slots mehr über, von daher. Noch mehr Zuweisen. Oh, die macht mehr Schaden, okay. Was war das hier? Okay, das ist das. Also ich glaube, alles, was ich hier rechts aus dem Attentäter-Tree haben will, ist echt nur diese Offenbarung. Der Rest ist irgendwie... Mäh. Waffenruf. Das könnte praktisch sein. Ich meine, da werde ich halt gar nicht reinskillen. Bei dem Bullrush weiß ich auch nicht. Mal gucken. Mal gucken. Okay, jetzt muss ich aber zuerst mal wieder. Wo bin ich kartentechnisch? Ich bin hier. Lass mich mal nach da klettern. Und lass mich gucken, was angeblich noch neu ist. Nichts, was sich lohnen würde, wenn ich ehrlich bin. Jäger-Damage. Ich verliere halt überall Kriegerschaden. Das wäre das Einzige, was sich lohnt, und das ist eine Stufe höher. Bringen mir alle nur Rüstung. Das ist jetzt mein geringstes Problem. Weißt du, wenn die jetzt keinen Attentäterschaden, ne? Sondern Feuerschaden hätte, wäre die nice. Ich kann die nicht zerlegen. Cool. Ich meine, die wäre minimal besser. Was verliere ich denn? Ich verliere 2% Attentäter. Ja, die ist definitiv besser. Nee, Quatsch. Die hier war das, ne? Jetzt sind sie dieselben? Moment. Oder sind dieselben? Welche sieht denn besser aus? Oh, ich glaube, ich mag die hier mehr. Dezent. Was ist das hier? Bewaffnung 1? Was haben wir hier? Attentäter. Ja, das ist ein Straight Upgrade.
frage mich halt, wenn ich das hier beim Schmied auf mein Level anpasse, ob das nicht besser wäre. Ist alles crap. Und wieder hier irgendein Blödsinn. Will mein Schiff schon wieder? Ach ja, ich habe ja neue Leute gesammelt. Oh ja. Definitiv. Da brauchen wir gar nicht drüber nachdenken. Okay. Ich muss noch so viel machen. Danke, dass du... Ich hatte ja quasi keine Wahl. Ich war ja fast gezwungen, es zu spielen, nachdem der ganze Chat während Mega Man X7 und X8 nur daraus bestand, wann spielst du endlich Odyssey? Ich meine, ich hätte das Wochenende auch mit dem Yooka-Laylee Donkey Kong Klon verbringen können. Mega Man war ja... Mega Man war gar nicht schlimm. X7 war schlimm, ja. X8 war ziemlich enjoyable. Mega Man war super. Ja, Yami denkt sich wahrscheinlich auch so, besten 10 Euro, die ich je angelegt habe. Ich war erstaunt, dass Mega Man X8 so gut war. Also, ne, wir haben ja X7 gespielt und X7 war ja like... Also spätestens bei dem Hundeboss war ja vorbei. Der war ja... Uff, der ging ja gar nicht. Und... Bei 8 war ja... Weiß ich nicht. 8 war im Gegensatz zu 7... Es war nicht perfekt, aber es hat halt so viel Potenzial. Das war halt echt erstaunlich. Aber ich vermute mal, nachdem X7 so ein Hardcore-Flop war, wird sich keiner mehr X8 angeguckt haben. Das ist so meine Vermutung. Und noch ein Lager. Wirklich? Gibst du mir gerade Tutorials spiel? Dein Ernst? Vorsichtig. Was kriege ich denn, wenn ich das Lager clear? Nur XP. Ah, fuck das. Ich will jetzt erstmal hier runter. Ich will jetzt erstmal nach da. Ich mochte X8. Also ich meine, ich habe mich halt am Anfang einmal verskillt. Weil ich dachte, oh ja, ich brauche ganz klar die Chips zum Wiedereinstieg ins Ding. Aber X8 war nice. Ich würde nicht sagen, das gesamte Budget der vorigen Teile... Ich bin mir bei X6 immer noch nicht sicher. Ich glaube, X6 hat so... Ich hoffe, dieses Orakel hat bessere Nachrichten als das in Sparta. Weiß ich nicht. Ich glaube, X6 hat viel Potenzial, was du in einem Casual Playthrough nicht siehst. Ich glaube, wenn du X6 mit der Intention angehst, 100% zu spielen, ist es ein besseres Spiel. Ah, Söldnerin! Na, welch hübscher Anblick für meine alten Augen. Jung, voller Elan. Vielleicht sollte ich nur für deinen Körper bezahlen, statt für deine Hilfe. Es tut mir leid, Chat, aber ihr kennt mich. Alles wird mit den Jahren besser, oder? Sogar du. Das Orakel sagte, wenn ich lange und glücklich leben will, muss ich jung bleiben. Im Herzen. Aber ich schweife ab.
Ich brauche deine Hilfe mehr als deinen wundervollen Körper. Ach komm. Das höre ich gern. Koragos, mein Gatte, ist überfordert von meinem Verlangen nach Vergnügen. Ich schätze, das wäre jedermann. Oh, ich habe viele Liebhaber, aber nur ihn liebe ich. Wenn wir zusammen sind, ist es unbeschreiblich. Dann beschreib es nicht. Als wir jünger waren, liefen wir im Mondlicht in den Wald, warfen unsere Kleider von uns und liebten uns bis zum Morgengrauen. Unsere ekstatischen Schreie hallten durch das ganze Tal. Zu viele Details. Bei den Göttern, Frau, ich sagte, erspare mir die Details. Ich hätte nicht gedacht, dass eine so harte Söldnerin so empfindlich sein kann, wenn es um ein bisschen Spaß geht. Was hat das alles mit mir zu tun? Ich hörte von einem mächtigen Elixier, das einem die Lebenskraft und die Ausdauer von Eros verleiht. Wenn du mir die Zutaten besorgst, kann ich es für meinen Gatten zubereiten. Wir reden quasi von Viagra. Habe ich das richtig verstanden? Sie will Viagra. Okay. Also gut, ich sammle die Zutaten. Wenn du versprichst, dass du deine nächtlichen Aktivitäten für dich behältst. Ich habe etwas Geld und Koragos hat noch mehr. Wenn du mir Bärenhoden und eine Hirschzunge bringst, kann ich das Elixier zubereiten. Oh, mehr brauchst du nicht. Keine Sorge, ich bezahle dich gut und Koragos wird dir sicher auch dankbar sein. Okay. Wo kann ich hier einen Bären finden? Es heißt, ein großer männlicher Bär lebt in einer Höhle beim Heiligtum. Ach, Bärenhoden sind bestimmt eine Delikatesse. Gibt es Hirsche in der Nähe? Was für eine Frage. Das ist Fokis. Hier gibt es überall Hirsche. Woher kennst du das Rezept? Das Elixier klingt komisch. Wo hast du davon gehört? Nun, die Pythia hat mir davon erzählt. Sie ist so weise, ein Problem zu lösen, von dem ich nicht wusste, dass ich es habe. Okay. Ich komme bald wieder zurück. Die Quest machen wir direkt. Die ist so absurd. Holy fuck. Wo ist die? Nicht Mannschaft gesucht. Bin ich gerade blind? Ich bin gerade blind. Das Alter ist nur... Die ist 12. Oh ne, passt. Verfolgen. Instant. Aber bevor wir das machen, holen wir uns den Schnellreisepunkt. Ah, ich hader manchmal noch mit dem Menü. Selbst nach 10 Stunden, das ist kein gutes Zeichen. Sind es 10 Stunden? Ah, so ungefähr. Wo ist es? Über mir. Da. Obwohl, ich sollte vielleicht alle Quests annehmen, dann quasi einmal rumlaufen und hierhin zurückporten mit Schnellreise. Das wäre wahrscheinlich klüger, oder? Oh, ich habe was gesehen. Ich habe was gesehen. Ach so, das sind Krähen. Ich dachte, hier ist ein Loch im Dach, wo du durchfallen kannst. Schade. Okay, da sind's ganz, ganz viel Kram. Was haben wir denn hier? Cassandra, komm hierher, du rückgratlose Qualle, du! Was? Wie bitte? Malaka! Wenn das nicht die Adlerfrau persönlich ist. Du bist groß geworden, Cassandra. Und du bist alt geworden, Photios, der Hundeatem. Beim letzten Mal habe ich, glaube ich, dein Schiff in Brand gesteckt. Mein Schiff und mein Bart. Inzwischen lasse ich es etwas ruhiger angehen. Sage mir, werden Söldner hier besser bezahlt als auf Kefalenia? Natürlich! Besser als bei Markus, das ist sicher. Jeder zahlt mehr als Markus. Du hattest Glück, dass ich seine Aufträge übernommen habe. Ich lerne schnell und er ist ein Gauner. Jetzt mache ich nur noch die einfachen Sachen. Im Moment arbeite ich hier als Wachmann.
Leichte Arbeit. Meistens. Okay. Einmal Söldner, immer Söldner. Davon kann man sich nie ganz lösen. Recht hast du. Das stelle ich gerade mal wieder fest. Der Ärger geht und kommt doppelt zurück. Ist irgendwas passiert? Ein paar Priester haben die Schatzkammer geplündert. Sie nahmen die Saphire, eine Spende des thrakischen Königs. Die Schweine. Das wird deinem Geldgeber nicht gefallen. Nein, aber dir vielleicht. Statuiere ein Exempel an den Dieben. Finde sie und die Saphire. Und ich zahle dir viel mehr, als du aus Kefalenia gewöhnt bist. Total, Sascha. War das nicht lustig damals, als ich ja fast das Genick gebrochen habe? Wie gesagt, die Dialoge sind speziell. Also gut, ich helfe dir. Aber... Aber was? Ich habe die alten Zeiten nicht vergessen. Ich schulde dir was, Photios. Ich will kein Geld von dir. Und ich dachte, ich werde langsam weich. Gut, ich jage also Priester. Wo fange ich an? Priester sind keine Diebe. Wahrscheinlich verstecken sie sich, wo es ruhig ist. Such in den Höhlen westlich von hier. Ich hätte Priester nicht als Juwelendiebe in Verdacht. Sie haben weder Drachmen noch Silber genommen. Sie wussten, dass die Saphire das Wertvollste hier sind. Das wissen nur Priester. Macht Sinn. Das sollte nicht allzu lange dauern. Okay. Sind hier noch mehr Quests?